Das Bild hier im Hintergrund vom Schorsch war von einem der heißen Tage von neulich, wo wir diese hohen Lufttemperaturen in 1500 Meter Höhe hatten. Er hat hier auch einen Videoschwenk dazu gemacht, den wir uns am Schluss anschauen. Und wir wollen uns mal ansehen, was passiert eigentlich nicht nur in den Höhenlagen hier auf 1500 Meter Höhe, sondern viel weiter oben drüber. Der Markus hat mich das gefragt und auch andere, was ist da eigentlich los? Gibt es schon den Polarwirbel? Nein, den gibt es noch nicht. Aber es gibt so die ersten Mini-Anzeichen von Vorbereitung, was ganz normal ist für diese Jahreszeit. Und wir befinden uns jetzt auf dem Weg Richtung Mitte August. Und das ist die Zeit, wo ja die Siebenschläferzeit zu Ende geht. Und die geht deshalb zu Ende, weil sich jetzt beginnt, in der Atmosphäre wieder etwas zu tun. Das ist vielleicht auch ein kleiner spannender Aspekt. Und damit wollen wir uns mal ein bisschen beschäftigen. Grüße Sie und grüße euch. Nicht nur dieses Bild hier in die Alpen rein, sondern auch aus den Alpen raus. Was ist da im Hintergrund? Welchen Fluss sieht man da und welchen See? Das Bild ist übrigens auf dem Wendelstein aufgenommen, hatte ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Und da hinten, ganz fahl versteckt, liegt München. Schauen wir mal ganz kurz die aktuellen Modellberechnungen an. Wir haben vom amerikanischen GFS-Modell weiterhin Hitzeklatsche nächste Woche. Das ist die Wetterlage vom Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells für kommenden Dienstag. Da sehen wir ganz klar von Grönland über Island und den Ostatlantik, also den nördlichen Ostatlantik, stößt ein Trog weit nach Süden vor. Die Gegenbewegung findet genau über dem mittleren Mittelmeerraum, Mitteleuropa und Nordeuropa statt. Und es wird in einem breiten Strom Heißluft nach Norden geführt, mit Temperaturen von teilweise deutlich über 20 Grad in 1500 Meter Höhe, während wir im Westen die kühle Luft haben. Und über Grönland, da liegt schon ein bisschen Kaltluft. Kaltluft übrigens auch in Anführungszeichen über Russland. Und das europäische ECMWF-Modell sagt mit seinem Hauptlauf, nö. Wir flachen das Ganze ab, machen im Nordwesten die kühle Luft, im Südosten die heiße Luft und bringen die kühlere Luft schon nach Mitteleuropa voran. Und hier lägen dann die Temperaturen in 1500 Meter Höhe mal kurz um teilweise mehr als 10 Grad niedriger als beim amerikanischen GFS-Modell für den gleichen Vorhersagezeitpunkt. Das eine hat 35 Grad plus X. Und hier wären es im Regen kaum 20 Grad. Und im Mittel der Berechnungen ist genau der Mittelweg zwischen beiden Berechnungen. Im Nordwesten kühler, im Südosten heißer. Aber dennoch hätten wir Abweichungen im positiven Bereich der nächsten Woche. Da kommt also noch mal was auf uns zu. Und wenn wir einen Zeitschritt weitergehen, gehen auf den 18. August, dann flacht das Ganze ein bisschen ab. Hier haben wir wieder den Keil des Azorenhochs, der bis in den Alpenraum reicht. Im Nordwesten kommt labilere Luft an, die stabile Luft ist im Mittelmeerraum, die Temperaturen gehen allgemein zurück und im Vergleich zum langjährigen Mittel wird es vorübergehend sogar ein bisschen, ein Tacken kühler sein, als es sonst um diese Jahreszeit üblich ist. Um die Gletscher zu schützen, die gerade dahin schmelzen, wie das Eis in der Hand, in der Mittagssonne von einem Kind im Schwimmbad, das wird nicht unterbrochen werden. Da bräuchten wir jetzt einen Polarluftvorstoß, der von Norden direkt in die Alpen geht und mal ein, zwei Wochen anhalten würde mit Dauerfrost und Dauerschneefall. Und das ist da oben nicht in Sicht. Schauen wir auf die Ensembles und wir beginnen im Westen, im Nordwesten, am Niederrhein in Wesel. Das hier ist das langjährige Mittel aus 30 Jahren, das Klimamittel in 1500 Meter Höhe, die weiße Linie, das Mittel aller Berechnungen. Und das sehen wir so eine Art Hütchenspiel. Da geht es nächste Woche deutlich nach oben, dann wieder nach unten und am Schluss sind wir sogar im leicht unterdurchschnittlichen Bereich mit Niederschlagssignalen. Und diese Niederschlagssignale kommen genau auf, wenn wir am Hitzehöhepunkt sind, der absolute Klassiker. Da baut sich die Hitze auf und mit dem Abbau der Hitze kommen die Niederschläge. Und der Hauptlauf, den wir uns gerade angeschaut haben, ist der heißeste Lauf. Das Mittel liegt rund oder knapp 10 Grad unter dem Hauptlauf und das Mittel aller Berechnungen liegt dann nochmal 7, 8 Grad drunter. Und hinten raus gleicht sich das Ganze wieder an. Das europäische ECMWF-Modell hat das Gegenteil. Da ist der Hauptlauf im kältesten Gildenbereich, auch der Kontrolllauf übrigens. Das heißt, das europäische ECMWF-Modell, das so kühl ist, ist am unteren Rand und das amerikanische Modell ist am oberen Rand. Deshalb nehmen wir das Mittel. Aber auch hinten raus ist hier erkennbar, dass ein deutlicher Cluster nach unten geht. Schauen wir nach Zittau in den Osten. Hier ebenfalls weit überdurchschnittlich.
Die Mittelberechnungen sind weit oben und der Hauptlauf ist extrem weit oben. Der bleibt auch längere Zeit oben, der Kontrolllauf sogar noch weiter. Und erst hinten raus geht es dann ein bisschen nach unten und es kommen ein paar Niederschlagssignale dazu. Das europäische ECMWF-Modell zeigt das Abfallen der Temperaturen mit dem Haupt- und Kontrolllauf deutlich früher. Hinten raus sind sich die Modelle ähnlich und dann wird es auch nass werden. Wir haben aber noch ein Ensemble und zwar für Eisenstadt. Da ist der Hauptlauf ganz weit oben und geht erst später runter. Hier kommt nochmal ein großer Hitzeschub. Wir haben ja im Osten Österreichs eine Hitzewelle jetzt hinter uns und die wird weitergehen oder wieder neu angefacht. Die war jetzt unterbrochen und wird neu angefacht und eine ganze Weile anhalten. Hinten raus kommen wenige Niederschlagssignale und auch das europäische ECMWF-Modell zeigt das so. Da können wir als Fazit zusammenfassen, da kommt was auf uns zu. Diese Woche wird hochsommerlich warm. Noch gediegen und nicht allzu schön, außer am morgigen Dienstag und dann am Wochenende. Und mit Sonntag, Montag, vielleicht auch noch Dienstag, wird es extrem heiß. Das wäre der Start der Hitzewelle. Am Samstag noch Temperaturen von um die 25 Grad. Im Südwesten geht es langsam Richtung 30 Grad, im Osten Österreichs über 30 Grad. Am Sonntag kommt die Hitze von Südwesten herangezogen, verbreitet über 30 Grad. Osten Österreichs auch Richtung 35 Grad. Höhepunkt dann am Montag mit Temperaturen von verbreitet um und über 35 Grad. Man sieht richtig, wie das durchschwappt im Osten Österreichs fast 40 Grad und dann hätten wir am Dienstag im Osten immer noch die Hitze liegen mit Temperaturen von 38, vielleicht 39 im Osten Österreichs von 40 Grad. Das ist der Hauptlauf, der so extrem heiß ist, aber der wird ja immer und immer wieder berechnet und dann einen Tag später am Mittwoch wäre die Hitze größtenteils über Mitteleuropa abgebaut, außer im Osten, hier im Osten Österreichs immer noch an die 40 Grad. Damit machen wir jetzt hier mal einen Cut. Jetzt musste ich mal eben den piependen Feuermelder ausstellen. Und das ist die Meldung von der Südhemisphäre. Ihr kennt die Linien, die nehmen wir im Winterhalbjahr her, über den sogenannten Zonalwind in der Nordhemisphäre, also dem Polarwirbel. Das gibt es natürlich auch im Süden. Und diese rote Linie hier, die dicke rote, das ist das langjährige Mittel des Zonalwindes in eben 32 Kilometer Höhe. Und das hier sind die jeweiligen Begrenzungen. Die blauen Linien sind die Vorhersage. Und der dicke blaue, das bin einerseits ich, und auf der anderen Seite hier die Vorhersage. Und da kommen wir von einem gestörten Polarwirbel auf der Südhalbkugel, gehen kurz in die Zonalisierung, das heißt, da bildet sich dann wieder ein Tief und das wird gleich wieder zerschossen und es geht runter. Wir haben hier eine gestörte Zirkulation auf der Südhemisphäre, deshalb auch die vielen Meldungen der letzten Monate, dass es immer mal wieder starke Schneefälle gegeben hat in Südamerika, in Australien und so weiter. Und man sagt ja, das sind so gewisse Muster. Aus dem Süden, dann später in den Norden schwappen. Genauso wie die Eiszeiten begonnen haben und die Veränderungen der Meeresströmungen. Das hat allerdings nicht ein halbes Jahr gedauert, sondern ein paar hundert bis ein paar tausend Jahre. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Schauen wir doch mal bei uns hin. Da tut sich auch ein bisschen was. Der Wind nimmt langsam zu, aber der Polarwirbel ist noch lange, 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 lange nicht in Schwung. Schauen wir uns mal die aktuelle Situation in 32 Kilometer Höhe an. Das ist ein Gewusel. Und normalerweise geht ja der Wind so vom Polarwirbel. Aber wir haben immer noch der Jahreszeit gemäß die andere Richtung. Da tut sich auch nichts. Und in zwei Wochen ist da auch nichts. Also können wir vergessen. Kann auch noch nicht passieren, ist ja noch viel zu früh. Schauen wir uns mal die Temperaturen an. Da ist es jetzt sehr warm und in zwei Wochen kühlt es sich ein bisschen ab. Ja, kann man sagen. Aber da passiert auch noch nichts. Gehen wir ein Stockwerk tiefer, in 19 Kilometer Höhe. Aktuell die Temperatur, ja, auch der Jahreszeit entsprechend, kühlt sich in zwei Wochen ein bisschen ab. Ist halt so. Interessant wird es allerdings, wenn wir uns die Strömung anschauen. In 19 Kilometer Höhe. Das ist die momentane Situation. Da ist überhaupt gar keine 0,0 Struktur drin. Einfach nur Gewusel, wie als hätte jemand einen Spaghetti-Topf ausgeschüttet, ein bisschen rumgeschüttelt und einfach stehen lassen. Da ist nichts drin. Aber in zwei Wochen kommt ein Hauch von Struktur herein. Das heißt, da wird jetzt geölt, scharniert und gemacht und geschraubt und getan und so langsam ronk, 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 ronk. Beginnt hier die Zirkulation in den unteren Stockwerken sich zu drehen.
Und das ist damit dann auch das Ende sozusagen der Siebenschläferzeit, dass die Ruhe des Sommers endet und es geht in die nächste Jahreszeit rein. Und da stehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang und schließen gerade das Schloss auf und machen die Tür auf. Und in 4, 6, 8 Wochen, dann gehen wir auch durch die Tür durch. Bis morgen.